Gut. Guten Abend. Kann man ihn haben? Ach, Herr Ulrike. Hallo, den Ulrike. Ich sehe gerade Herr Ulrike. Und ist gut bei Ihnen? Ja, die Schwalbe wurde zerstört, aber ich habe Geld bei eingenommen. Das ist doch gut. Und sonst alles gut soweit, ja? Ja, ich hoffe bei Ihnen auch. Ja, alles gut. Muss, ne? Das freut mich. Ich stehe beim Würfelpark, Selina. Wo seid ihr? Komm zum Stadtpark. Ja, bei Magitta gegenüber. Super. Ja, komm. Wir sind so einsam unterwegs. Ja, alles okay bei Ihnen? Ja, ja, überleg ein bisschen, das ist alles. Ach, nichts so, Wildes, das ist schön. Ne? Ach, da ist Hallo. Ja Selina schon. Herr Selina, hey. Grüß dich. Ja, dich auch. Grüß dich. Alles Grüß klar? Dich. Ja, und bei dir? Nein, ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber sonst... Mich ja, sehr, dann steck mich ruhig an, kein Problem, super. Ja. Schön seht ihr alle heute aus, super. Und was ist hier los? Was geht hier so? Ja, den Schwalbungs war kaputt gerade eben und dann sind wir hergekommen und haben den Schwalbungs repariert. Ja. Genau. Die Polizei wollte nicht eingreifen, aber der Täter hat das Geld dann gebracht. Musti war's, Sie kennen doch Musti auch. Dieser kleine Hund, da ist er geflohen, als er das Ding kaputt Musti. Gemacht hat. Was geht denn, du? Wie geht's hier? Aber was er kam dann wieder, alles okay. Schnabel hast ja, du jetzt, Herr Ulrike, so was kommt wegen Josef. Ich weiß nicht, nee. Die Schwalbe ist kaputt gewesen. Aber ich glaube, so. Josef hat sich soweit auch wieder gekriegt. Wer ist der Musti? Ja. Wie hieß der? Musti. Musti. Ich nenne ihn auch gern Kelvin. Eine Sekunde. Salam alaikum. Wo bist Musti. Ja? Pass mal auf. Ich hab gehört, du willst mich zusammenschlagen lassen. Na komm, so, bitte. Hör mir mal zu ja, jetzt. Ja, Eri. Hör mir mal zu jetzt. Nein, du sollst nicht beleidigen. Hör auf damit. Hör mal auf. Warum? Hör mir mal zu. Du hast gesagt, du willst mich zusammenschlagen lassen. So funktioniert das nicht. Verstehst du das? Du hast jetzt ein Problem mit mir, Mustafa. Okay. Was okay? Ja, okay. Oder hast du eine Eichel in dem Maul oder was, Gottlu? Sag mal, was ist das? Ja, was machst du denn? Woher hast du diese Information? Rüd hat mir das gesagt. Ja, ich grüße seinen Arschloch. Lass den Ärmel in Ruhe, der ist eh schon obdachlos. Guck mal, wir haben schon sein Leben auseinandergenommen. Lass den mal. Ja, dann soll er nicht Lügen verbreiten. Ja, chill doch mal. Guck mal, wo bist du denn gerade, Mustafa? Warum? Wo du bist? Maskenladen. Was machst du denn in die Maskenladen? Hey, ich hol mir eine neue Maske. Okay, cool. So, mein Auto. Ihr Outfit. Mein Outfit. Wallah, was soll ich dir sagen? Die habe ich aus Türkei geholt. Ich guck dich gleich nochmal. Sieht das aus wie ein paar hundert oder tausend, aber das ist ja, alles gefälscht. Ja, wir haben hier angefangen aufzunehmen. Tut mir leid, meine Kamera hat ein paar Probleme. Nein. Die scheiß Kamera. Achillier. Das Success. Achillier, Achillier. Wie viel ist dein Outfit wert? Yo, was geht, Mann? Heute, willkommen bei Wie viel ist ein Outfit wert? Wie viel kostet ein Outfit? Wie viel kostet ein T-Shirt? Mama, Kämmer, ich will Fernsehen! Los! Uff! Wallah, wenn du guckst oben, 10 Lira aus Türkei, Hose, ja? 15 Lira aus Türkei. Oder die Schuhe, da steht Nike statt Nike. Bro, dieser Beat wurde einfach so auseinandergenommen. Dieser Beat, man hört ja, in jedem Video, in jedem YouTube-Video hört man diesen Beat. Lass doch diesen Beat in Ruhe, es reicht doch langsam, wirklich. Ja. Oh, geil, wow. Das ist krass, sehr gut. Ja, aber wenigstens bin ich ehrlich, weißt du, ich sag nicht, das ist original. Also ich finde die Outfit tatsächlich nicht schlecht. Ich würde dem Outfit tatsächlich eine, was soll ich sagen, 8 von 10 geben. Boah, korrekt, Alter. Jack, ich gehe jetzt schlafen, Jack und Curtis. So, gut, dann wär's das. Vielen Dank für die Aufnahme. Ja, gerne, gerne. Hallo. 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 Was wird denn das hier? Was ist das hier? Und zwar, ach, das können wir sie doch auch gleich fragen. Emil, bist du ready? Ey, dein Outfit ist ja gar nicht viel wert, hä? Verpiss dich mal. Geh mal, Mann, ruhigen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Emre. Geh mal raus, bitte, wenn der mich hier filmt. Ich will nicht, dass du mit mir zu sehen sein willst. Was ist das hier, wenn ich fragen darf? Hallo? Genau. Also, wir starten aktuell eine Umfrage tatsächlich. Ja. Wie viel das Outfit wert ist? Mein Outfit. Nee, allgemein die Zivilisten. Oder die Mitarbeiter allgemein. Ach so, okay. Ja, wollt ihr, ich bin bei einer Folge gerne dabei. Freut mich ebenso. Wie geht's Ihnen? Ja gut, und selber? Wo ist denn die Musik? Ja super, wie heißen Sie denn, Sir? Ich bin Ayo. Wo ist denn die Musik, Moro? Ich warte auch ab, bis der Kameramann endlich was macht! Bruder, mach jetzt ein, endlich dein Ibrahim Tadlis-Test an und let's go. Basla, Olam, Basla! Nee, also, den geh ich jetzt. Tschüss. Jetzt ist OC getriggert. Der kriegt jetzt oder Discord-Nachrichten. Ist der Kameramann oder er? Der kriegt jetzt Discord-Nachrichten. Junge, du Arsch, was soll das, Digga? Wir hätten jetzt gerade... Willst du mich verarschen? Doch, so ein Spiel alleine, EP. Ich schwör voll, ich geh FIFA spielen. Lass mich in Ruhe. Oh, shit, Digga. Pass dich mal auf, Alter. Fahr mal weiter, du bevor ich gleich dein Auto kaputt mache. Uli, kein Apparat? Hello, sir. My name is Abdel. I have a question. Yes, Abdel, how can I help you?
Sir, I need a job and I don't want to work so, at the Abdel, casino. So, Abdel, look, I told you before 30 minutes. I want to be your driver. No, shut the fuck up if I talk with you. Hey, yo, big man. When I talk with you, you have to shut the fuck up. Hey, yo, big man. Okay? Okay. So, I want to be your driver. I told you I don't have a job for you. Baruch. Okay? Because I don't need you. I don't need you. You a piece of shit. Yes. Cry, cry. Okay. Cry, you bitch. Cry. Okay. Two. Piece of shit. I want to be your driver. You're a luxury man. You need a driver. Send him for dog. Ja, aber schätze, wie teuer ist das? Warten Sie mal. Sie haben Ihr Outfit schon so lange. Wie das Ihr Outfit? Nichts Neues, nichts irgendwie oder was? Nichts. Dein Hemd. Also da schmeißen sie ja schon ordentlich in dem Geld. Also. Ich schätze mal, dein Hemd ist ungefähr so 200. Hallo, geiles Auto. Dankeschön. Bitteschön, bitteschön. Juni, der Beat, der Beat läuft schon seit 10 Minuten. Ist der manchmal fertig? Oder was? Nein. Emre. Okay. Ja, was los? Der Herr hier vorne wollte auch nicht dabei sein, aber... Wer denn? Wir würden dich auch gerne tatsächlich interviewen, wenn sie Zeit hätten. Wie interviewen? Ja, wir machen ein Video mit... Ja, aber nicht hier. Das machen wir dann bitte auf der anderen Seite, wo nicht so viele sind. Hey, ich bin Dilly cool. So, schläft der Cameron mir jetzt nicht? Nein, meine Batterie habe ich jetzt aufgeladen, okay? Alles okay jetzt. So, Emre sagt ganz bereit, ist so. Ist korrekt. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder... Street-Videos vom Feinsten, Digga. Heute haben wir hier Ayo hier, glaube ich. Und mal gucken, was er sagt. Wir fangen einfach mal von unten an. Bis nach oben, bis zur Brille, egal was. Hauen sie raus. Wie viel hast du gekostet, Alter? Yo, hey. Was geht, Freunde? Mein Name ist Ayo. Ich fange direkt mal an. Und zwar, ich habe hier meine Brille. Ja, ich kann die auch mal kurz in die Kamera halten. Hier, das ist die Brille. Das ist eine Cartier-Brille, ja, kostet ungefähr 1300, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht auf die Preis geguckt, ist ja eine Kleinigkeit. Und dann habe ich mein Fendi-Pullover, den habe ich damals in der zweiten Season gekauft, ja, in der Herbst-Session von Fendi. 1800 Euro für den Pullover, ja, und... Ja. Dann ist da meine Prada-Hose. Sie können ein bisschen, kannst du ein bisschen runterfilmen? Ja, natürlich. Ja, das ist meine Prada-Hose. Ja. Alles gut. Die war direkt ausverkauft nach 3 Minuten, aber ich habe tatsächlich noch 1-2 Stück ergattern können. Habe ich noch in einer anderen Farbe zu Hause. Und ja, ansonsten hier meine Lackschuhe. Aber du hast doch gerade nicht gesagt, wie deine Hose kostet. Emre, lass ihn doch ausreden, Mann. Ansonsten hier die Lackschuhe. Ja. Ja. Die Lackschuhe haben 3700 gekostet. Das sind Lackschuhe von, wie heißen die nochmal? Von, haben sie vergessen, okay. Nee, von, eine Sekunde, mir fällt's jetzt gleich ein. Ja. Von, Giorgio Armani, nicht Giox, Giorgio Armani. Das sind, ja, genau. Genau, okay. Giorgio Armani sind das und wie gesagt, die Hose von Prada, auch 100, ich glaube, nee, nicht 100, 1080, Entschuldigung, ich vertue mich da mal ein bisschen mit den Nullen, 1080 Euro und jetzt kommen wir zu meinem Schmuckstück und zwar habe ich mir da was Schönes anfertigen lassen von Gigi & Co. Eine Iced Out Chain mit Baguettes. Ja, das sind ein paar Baguettes drin. Die sind lupenfrei, alles klar? Ja. Die feinsten Baguettes, die es gibt. 180.000 Einzelanfertigung. Und den WWE-Steine drinnen natürlich. Ja, und mein Auto wird gerade geknackt. Eine Sekunde. Hallo, hey, bleib ruhig! Warte, Ali, verpiss dich! Ja, bleib ruhig, du Arschloch, fick dich! Ali, verpiss dich! Du schuldest mir noch Geld, Black Lives Matter! Du schuldest mir noch Geld! Leute, hier sehen wir live, wie Herr Ayo. Alles gut. Die Person. Ach, also weiß ich sehr gut. Das kann einfach raus, kein Problem. Was machen Sie denn beruflich, wenn wir fragen dürfen? Was ich beruflich mache? Ja, genau. So, was haben wir sehen? Oh, Entschuldigung, wir warten, bis die Musik wieder an ist, ja? Ja, Sie können das ja cutten, ne? Sie ja, das ist kein Problem. Ja, was ich beruflich mache, ich bin, ich, ja. Ich mache dann, so einmal in der Woche bin ich dann, bin ich mal da und dann gehe ich wieder schlafen, ne?
Und das ist ihr Beruf? Genau. Ah, okay. Also ziemlich, sag ich mal, machen Sie schlechte Arbeit oder was, oder? Nee, ich bin guter Arbeiter. Ich gehe tatsächlich, viel schlafen aktuell. Aha. Mhm. Und ja, es ist viel zu tun aktuell, ne? Es tut mir leid, ne, wegen dein Auto. Aber wie kann ich dann die ganzen Klamotten leisten? Ja. Und schlafen und aussehen. Ich schlafe nicht in der Arsch. Können Sie bitte gerade mal aus dem Bild. Das funktioniert trotzdem, ne? Alhamdulillah. Ah, auf Start machen. Ja, genau. Ich nehme dann einmal ein Tresor und dann kann ich mir ein bisschen was rausholen. Okay. Nee, also jetzt mal Spaß auf Seite. Ich bin natürlich Crypto-Hint. Nee, das nervt mich auch langsam. Verpiss dich doch jetzt mal, du. Was verstehst du nicht, Tetron? Hier hat er noch Ort bekommen, der und schläft, die schläfen, du. Die schläfen los. Die schläfen. So, wir gehen kurz auf Seite. Ich hoffe, das ist okay für Sie, wenn wir das nicht rauskanten. Alles gut. Das finden wir nämlich sehr interessant, die Zuschauer auch. Das bringt uns natürlich Kicks und Tipps. Ja, wie gesagt, mein Beruf aktuell ist. Bisschen weniger gewesen, aber ich habe tatsächlich viel in Kryptocoin investiert. Okay. Ja, viel Glück gehabt bei Kryptocoin. Ansonsten mache ich auch Comedy-Videos, ja, auf TikTok. Ich bin TikToker, ja, ich mache ganz viel TikTok und ja, das ist mein Erfolgsrezept, ne? TikTok. Da sind sehr, sehr viele Leute, ja, die kommen dann ne, von meinem TikTok und das ist super. Ne? Ich bin sehr, sehr glücklich aktuell. Mal bin ich ein bisschen mehr am Ackern, mal ein bisschen weniger. Aber ich versuche mich natürlich immer zu steigern, ne, dass ich dann wirklich auch jeden Tag da bin für die Leute. Ja? Ja, solange sie immer was für ihr Geld machen, ist ja super. Natürlich. Wir haben vorhin gesehen, dass Sie vorhin am Casino waren. Sind Sie öfter auf Casino? Ich bin ein Casino, genau. Ich bin der Inhaber vom Casino. Ach, Sie sind der Inhaber? Ach so, okay. Sie sind der Inhaber, okay. Ja, okay. Das wussten wir tatsächlich nicht. Aber Inhaber, jetzt... Ja, da kommt aber das ist eher so ein kleiner, ne? Also Inhaber von Peanuts, ne? Also möchten Sie noch kurz in die Kamera Werbung für Ihr Diamond Casino machen? Natürlich. Kommt alle gerne beim Diamond Casino vorbei, ja? Und wir sind jetzt die nächsten Tage, machen wir ein paar Events da, darunter auch ein Masken-Event, Halloween-Event wird es geben. Wir sind aktuell im Umbau vom Diamond Casino. Schaut gerne vorbei. Wir Jungs und Mädels vom Casino-Team geben sich aktuell sehr viel Mühe, damit was Neues kommt, was Großes, was es vorher noch nie gab. Und okay, ja, okay. Unglaublich. Wird super. Das freut uns zu hören. Ja, und Lekis, wir dürfen nicht Casino vergessen mit dem Preisgeld, was man da gewinnen kann. Sir. Genau, es gibt ein dickes Preisgeld bei uns auch noch. Der Mann, bist du mein Naseloch drin mit deiner Kamera? Geh doch ein bisschen zurück, gerne. Wie nah willst du noch kommen? Tut mir leid, mein Kameramann hat einen Fehler. Der kommt immer näher. Reicht doch langsam, was ist das? Gerne? Ich bin ein Interview am Machen, der kommt immer 1 Zentimeter näher. Gerne? Die Linse, die war mach schon. Mach doch deine Arbeit, ja! Gut, dann vielen Dank für das Interview. Ja. Könnt ihr das bitte rauscutten mit dem Arbeitslos und dass ich nur schlafe, weil das kommt nicht so gut. Ja, das kann man natürlich raus, alles okay. Bitte rauscutten, ja, das war ja auch nur ein Spaß, das stimmt ja auch gar nicht. Die ja, Leute werfen mir das immer in den Kopf, aber die wissen gar nicht, was ich alles mache. Ich bin so viel am Ackern und 24/7 am Arbeiten. Ja, die denken, ich bin gut am Schlafen, aber ich bin so viel am Machen nebenbei, damit es kommen so viele große Dinge so, die wissen das gar nicht. Ja, deswegen, die denken immer, ich bin am Schlafen, stattdessen bin ich nebenbei schon am Nachdenken und am Gucken, was man sich hält. Ich schlafe vielleicht 5 Stunden, wenn es hochkommt am Tag. Sonst morgens aufstehen, joggen, Gym, dann sofort ne, hier weitermachen, Idee ausdenken, alles. Ne? Da muss man viel machen. Ja, da haben Sie viel Arbeit anscheinend. Management. Viel. Emre, pack die Kamera jetzt weg. Ich würde ein bisschen mal näher. Gut. Hallo? Ich wollte eigentlich nur fragen, was ist hier eigentlich? Was ist das hier? Wir machen hier, wie viel ist dein Auto wert? Ach so, ich habe so laute Musik gehört von der Straße. Ja, das ist ja das Bett dazu. So, dann holt man nochmal die Kamera raus. Und Musik an, bitte auch, Musik auch. Ja, wie gesagt, das war mein Outfit, ne? Und der macht euch mal einen schönen Abend und viel Spaß später, ne? Ja, vielen Dank, Sir. Vielleicht sieht man sich die Tage noch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass eure Bahn nicht zu spät kommt. Weil ich brauche keine Bahn mehr. Bis dann, ihr Gerichtsverdiener. Bis dann. Bis dann.